Hallöche Sportsfreunde und herzlich willkommen hier aus dem Powerhouse in Berlin. Heute wieder mit Robin und dem lieben Moritz. Wir machen gemeinsam Bankdrücken und schauen mal, wo ihr da aktuell steht. Schub, Schulter wieder beim Hinten. Kopf bleibt gerade. Ja. Ich habe bis hier so ein bisschen den Blick, dass das auch alles richtig vernünftig abläuft. Denn das beste Training nützt nichts, wenn man die Übung falsch macht. Ne? Sind ja auch gesund bleiben, die beiden sind ja erst 14. Ein noch, ist nur Aufwärmen, aber trotzdem Kontrolle und Schub, leg ab. Und wir haben zwei völlig verschiedene Typen. Wir haben hier einen krassen Leistungssportler, eigentlich einen Ringer. Und dann haben wir quasi einen Hobbysportler. Warum hast du eigentlich mit Training angefangen? Selbstkomplexe. Komplexe meinst du? Ja, so wie fast jeder eigentlich. Okay, aber fast jeder, aber viele. Um besser, jetzt, das war ja quasi schon von. Ja? Du wolltest einfach besser aussehen, ganz einfach. Ja, genau. So, und der liebe Robin hat sich irgendwann entschieden, Bodybuilding zu machen, weil er nicht mehr zum Ringen konnte. Zu Corona-Zeiten und hast du halt einfach ein bisschen Fokus auf den Muskelaufbau gelegt. Ja. Und auf einmal wurde eine Maschine daraus. Ne? Und das Schöne ist, beide sind wirklich gleichaltrig. Druck. Das ist zu leicht. Musst du mehr drauf. Jawohl. Wir versuchen auf jeden Fall im Wiederholungszahlenbereich zwischen 8 bis 10 zu bleiben, denn gerade im heranwachsenden Alter sollte man darauf achten, mit leichteren Lasten zu arbeiten. Nicht irgendwie den Körper zu schädigen, aber wohlgemerkt, Krafttraining schadet nicht dem Längenwachstum. Im Gegenteil, es ist sogar eher produktiv und kann die Gelenke gesünder trainieren sozusagen und vor allen Dingen auch resilienter. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man hier so einen kleinen hat. Wir haben, du bist selber auch so klein, wir haben jetzt hier zwei kleine, aber die Körpergröße korreliert nicht mit dem Training. Also sind jetzt nicht klein, bloß weil sie Krafttraining machen, sondern einfach weil Papa klein ist, weil Mama klein ist. Ja. So, und so viel größer wirst du auch nicht. Du bist 1,58. Sorry, ich habe in den Kommentaren 1,54 geschrieben. Und du bist 1,70 mittlerweile. Ja, fast 1,70. Ja. 56 Kilo? Mittlerweile, ich habe es eigentlich noch nicht 65 gesehen. 65, Johannes. 65, sowas, genau. 60 wecken. Und du hast 54 oder 56. 56, genau, schätze ich, genau. Ich habe jetzt wieder 60. Geh mal auf 40 Kilo, weil die Handel wiegt 20 Kilo, ne? Ja. Moritz hat ja gerade einen 10-wöchigen Outdoor-Trainingsplan, also eher Calisthenics, körpergewichtsorientiert, hinter sich. Und du bist im Bankdrücken auch stärker geworden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also du musst jetzt hier nicht rumposen, ich möchte eine wirklich schöne Technik sehen. Wie viel Wiederholung am Ende schaffst, ist erstmal wurscht, aber nicht unter 8 Wiederholungen. Deswegen glaube ich, dass es hier jetzt schon dein Arbeitssatz wird. Ja, könnte sein. Also 10 solide Wiederholungen wäre schon gut, okay? Du stehst dahinter, machst Kontrolle, ich schau mal von außen. Bist raus, Kontrolle, Füße auf dem Boden. Voll raus mit dem Kreischen. Und 5. Schön. Länger die Atmung. 6 Push. Bleib schön stabil im Schultergürtel, Schulter zurück. Brust drauf. 7. Weiter. Und 8 Push. Jawohl. Sauber bleiben. Schultern zurück. Kopf gerade. Und Push. 9. Okay, prima. Reicht mir. Wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre, bin ich mir sicher, hätte ich die 10. Wiederholung noch probiert, oder? Ja. Oder seid ihr so vernünftig, dass ihr sagt, so okay? Ich glaube, ich hätte es noch probiert. Also wenn ich einen Spotter habe, dann versuche ich wirklich alles rauszuholen. Und wenn dann wirklich gar nichts mehr geht, dann auf jeden Fall negative Wiederholung. Also. Negativ? Und dann rechts, links runterlassen, oder was, wenn du alleine bist? Nein, also ich lasse nur runter ganz langsam. Und derjenige hilft dann. Der Spotter hilft dann einfach hoch, genau. Ja. Also so mache ich das ganz gerne. Also Leute, Muskelversagen ist die eine Sache, das ist ja schön. Aber technisches Versagen sollte eigentlich nicht stattfinden. Vor allen Dingen in dem Alter nicht, wo man noch nicht ausgewachsen ist. Aber es ist auch kacke, wenn ihr technisches Versagen habt, wenn ihr schon 18 oder 20 seid. Ja. Ne? Da leidet immer irgendwas drunter. So, 40 Kilo? Ja. Let's go. Moritz ist schon bei seinem Arbeitsgewicht angekommen. Robin wird noch ein Weilchen brauchen. Fürchte ich. Machst du mal eine 6 Wiederholung, ne? Okay. Und du kannst hier auch noch mal gucken, ob seine Technik ordentlich ist. Kannst du vielleicht sogar was dazu sagen? Ich dachte, da gibt es nicht so viel zu mengen. Muss man. Achtet mal darauf, dass die Hantel nie eine senkrechte beschreibt, sondern die Hantel macht immer einen leichten Bogen. Das heißt, ihr legt die Hantel vom Brust ab und dann geht sie am Schluss immer in Richtung Kopf zurück. Zack, genau, prima, greif es zu. Anders als bei einer Kniebeuge, ne, geht die Hantel nicht gerade hoch und runter. Das hat natürlich auch einen Vorteil, wenn ihr das an einer Multipresse macht, müsst ihr gerade drücken. Aber wenn ihr hier das frei macht, habt ihr immer die Möglichkeit, diesen sogenannten Barpath zu beachten. Das ist doch wesentlich gelenkfreundlicher und ihr könnt mehr Gewicht bewegen. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass mir die Liegestütze draußen viel mehr zusetzen als das Bankdrücken, was ich ziemlich krass fand. Weil ich habe jetzt auch gerade schon, wie heißt's?
Push-Ups? Die genau, Push-Ups gemacht, genau. Ja. Und das hat meine Brust schon ordentlich auseinandergenommen. Nach einem Satz Bankdrücken bin ich nicht so fertig. Versuchst du dich aber auch gerade zu rechtfertigen, warum du Bankdrücken... Nee, Bank, da geht noch Bank, alles gut, alles gut, da geht noch mehr. Aber du hast auch Dips gemacht, davon bist du auch stärker geworden, ne? Und Liegestütze werden ja noch viel mehr Muskeln trainiert. Da musst du den Rumpf stabil halten und. Wie viel sind jetzt drauf? Jetzt sind 50 Kilo verhandelt. Darfst du aber nicht. Edge it badge. Nee. Machst du auch mal nur so 6 Stück, ne? Ja. Und ich glaube, nachher mit 60 Kilo machst du deinen Arbeitssatz. Ja. Oh nein, Schub. Geh mal. Also wirklich, die Technik ist richtig gut. 3. 4. 5 Schub. Und die 6 ist sie. Jawohl, geht gut. 10 Stück mit 60 Ansage, packst du? Ja, safe. Habe ich bei ihm auch schon bei Instagram gesehen. Also Leute, wenn ihr mehr wissen wollt, abonniert ihr uns bei Instagram. Ich würde dir auch zutrauen, mit 70 Kilo 10 Wiederholungen zu machen. Na, auch noch mehr als 10. Nee, das haben wir ja schon gesehen, das waren ja nur 6. Oh, ja, 6 solide Wiederholungen. Du hast gesagt, nicht mehr. Du hast gesagt, nicht weil ich, mehr. Ja, weil ich will verdammt nochmal kein technisches Versagen haben. Ich will hier schöne Wiederholungen. Wir haben ja auch eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Wenn das junge Leute gucken, die sollen das ja nicht scheiße nachmachen. Ich bin auch wieder. Na, das ist ja so, wir müssen mal aufpassen. Das kann man dann heimlich machen, wenn keiner zuguckt. Darf ich mir auf den Nacken schlagen, bitte? Wenn du das möchtest, ich mach das nicht. Ich darf das, oder? Brauchst du das? Motivation? Schon gut. ZR? Aber vielleicht erschlag mich nicht. Das hat ja richtig gut geklappt. Hat ja richtig gut geklappt. Ja, ich darf ja nicht so fest. Das muss mehr, das muss mehr. Wenn machst du eher so. Okay. 1, 2, ab. Let's go. Und Technik auch nicht. 1, Schub. Wunderbar. 2, Push. 3. 4. 5. Kontrolle. 6, Schub. Der war prima. Jetzt wird er langsam warm. 7. Punkt treffen. Triff den Punkt. Unterhalb der Brust. Ja. Unterhalb der Brust. 9, Schub. Okay, da muss er hin. Die Hand. Genau so. Und wieder dahin. 1, super. Jetzt läuft's. 12 haben wir. 13. Stabil. Er liegt von sich aus ab. Sehr vorbildlich. 13 Wiederholungen mit 60 Kilo. So, wie geht's weiter jetzt? Latzug. Ich mach Ansage. Ich schaffe genauso viel wie er. Ansage. Okay. Glaubst du ernsthaft, dass du genauso stark bist wie Robin? Obwohl Robin Latzug, 30 Klimmzüge schafft? Ja. Glaubst du, dass du genauso viel Kraft hast, wie ich verstehe es? Latzug haben wir uns noch nicht so gemessen. Wir waren gestern zusammen im Gym. Und da haben wir eher auf Wiederholungen Latzug gemacht. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wer den Latzug mehr schafft. Ist natürlich eigentlich keine Übung, wo man sich vergleicht. Außerdem sollt ihr euch gar nicht vergleichen. Aber du hast die Ansage gemacht, du musst jetzt durch. Okay. Mit Klimmzügen warm machen fürs Latziehen. Ja, ein bisschen warm machen. Du musst das Latzug warm machen. Aber willst du dich auch mit Klimmzügen warm machen? Nee, auf gar keinen Fall. Ich sterb direkt. Also ich bin ready. Wir können loslegen. Ja. Ah, das ist ein 40 Kilo. Sollen wir noch ein bisschen hochgehen? 45 oder? Du entscheidest. Du legst vor und dann... Du bist der Herausforderer. Ja, genau. Du musst vorlegen. Wir machen jetzt eigentlich immer nur eine Wiederholung. Nee, dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Ja, dann mach 5 von mir aus. Ja. Und mach die ordentlich und sauer. Ja, da muss ja noch ein bisschen mehr Gewicht nach dir. Ich hab halt doch mal ruhig. Warte mal 50 jetzt. Oh. Das sind 50. Das sieht ordentlich aus. Guck an. 2. Und 3 Zug. Bleib sauber. 4 Zug. Ja. Und 5. Schönes Ding. Da geht noch was. Da geht noch was. Das sah auf jeden Fall solide aus. Und 1. 2. 3. Schön lang oben. 4 Zug. Und die 5. Easy. Also das wird eng auf jeden Fall, ne? Muss ich sagen. Ich hab's ja gesagt. Naja, abwarten. Am Ende der Schlacht. So, jetzt geht's weiter. Ich hab eine Pause gemacht. Wir haben jetzt 60 Kilo drauf oder was war's denn? Ich hoffe jetzt, wo du den Latt so fest angespannt hast und rausgezogen hast, hast du noch genug Power. 60, alles gut, passt schon. Wie viel hast du gemacht? 60. Ja. 30. Oh shit. Was ist da los? Willst du ihm helfen, Robin? Komm. 10.
Hier. Und. Lass die Brust oben. Okay. Gut. Nur 10 Kilo mehr. So, und jetzt ist Robin dran. Also wenn ihr euch beim Latzi unsicher seid, macht erstmal Klimmzüge. Wenn ihr mit Klimmzügen 10 Wiederholungen schafft, oh, jetzt geht's los. Dann ist es eine super Leistung. Und. Ihr müsst wissen, eins, normalerweise greift er hier. Zwei. Dann würde ich nur so ein bisschen mal betrügen, denke ich. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Was könnte knapp werden? Was hast du vorher gesagt? Es könnte knapp werden. Aber es ist jetzt völlig normal. Ich meine, der Bursche macht 30 Klimmzüge am Stück. Macht mit 30 Kilo Gewichtsweste 3 Wiederholungen. Also das war von vornherein klar. Dass, ne? Aber du musst zugeben, du hättest nicht gedacht, dass es so knapp ist. Das hast du gut gemacht. Bam. Bam. Also was sind unsere wichtigsten Learnings aus diesem Video? Robin ist stärker als ich. Die Welt ist brutal und manchmal auch sehr schmerzhaft. So, also seid nicht frustriert, wenn irgendjemand besser ist und was besser kann als ihr. Es wird immer jemanden geben, der irgendetwas besser kann. Ob das Singen ist oder Tanzen oder Training, ist völlig wurscht. Es gibt auch Leute, die müssen null lernen für die Schule und die schreiben trotzdem über eine Einsen. Ja, und ich lerne viel und kriege trotzdem. Ja, siehst du, genau so ist das halt einfach. Aber eigentlich lerne ich gar nichts. Siehst du, also könntest du vielleicht auch mal regelmäßiger lernen, ja, weniger Sport machen, mehr investieren in die Schule und dann würde am Ende vielleicht auch eine bessere Note rauskommen. Vielleicht. Könnte man meinen. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid auf eure Kosten gekommen, nehmt ein bisschen was mit für euch. Abonniert die beiden Jungs bei Instagram. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind raus, bis zum nächsten Video. Da ist richtig viel Fleisch dran. Das ist einfach ultra krass. Das ist eine Frechheit. Du bist einfach ein Penner.